Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zur zweiten Season des Macarena Community Cups, wo sich die besten Clans aus Macarena gegeneinander messen, um am Ende den Titel für sich zu beanspruchen. Wir selber nehmen bedauerlicherweise nicht teil, aber ich hatte da eine hübsche Idee. Ja, meine Freunde, der Macarena Community Cup, ihr werdet wahrscheinlich großteils noch gar nicht allzu viel davon gehört haben. Das ist eine von Plarium und dem Content Creator Desing ins Leben gerufene Veranstaltung, ein Turnier mit Preisen, wo man sich eben gegeneinander misst im K.O.-System bzw. mit Vorrunden und wo eben verschiedene Clans gegeneinander antreten, um am Ende den Sieg einfahren zu können. Wie das Regelwerk funktioniert, erkläre ich möglicherweise noch einmal in einem separaten Video. Ich habe auch schon mal ein Video zu Season 1 gemacht. Das verlinke ich euch vielleicht in der Videobeschreibung. Und ich hatte die Idee, dem GmbH-Clan, dem mittlerweile, ja, ich würde schon fast sagen, stärksten deutschen Clan, auf ihrem Weg durch diesen Cup beiseite zu stehen in Form meiner Videos. Wir werden ab jetzt jedes dieser Spiele, die das Team von denen dort absolviert, zu sehen bekommen. Die werden das aufnehmen. Ich werde es hochladen mit einem Vorwort, mit einer anschließenden Bewertung meinerseits. Und ganz am Ende interviewen wir auch noch immer einen der Spieler des in der Aufnahme zu sehenden Teams. Ja, diesmal musste die GmbH gegen Vail ran im CPC tatsächlich. Es werden auch unterschiedliche Modi gespielt am Ende. Und wie das Ganze ausgegangen ist, seht selbst. Ja. Rechtsstrecke an der Base nicht vergessen. Ja. Holst du eh? Na, gegen den Daniel spiele ich nicht, der verliere ich. Aber es sind eine 3 gegen 2, da kommt ein Eclipse, Johannes. Wer hat mich? Eclipse, das sind Painter und Eclipse Snap. Ich komme mit dem Warzen nicht rein. Warte. Warte. Jetzt komme ich. Alter, gar kein Schaden? Ja, damit mag ich gar nicht. Wir sind in Führung, alles gut. Mhm. Das angehittet dahinter, das hört man so. So, ich gehe jetzt rein, Johannes, Achtung. Ja. Ah, scheiße. So viel Pech. Eclipse. Ich hab den Daniel, komm rein, Johannes. Da hinten ist noch der Sniper gerade durch. Ich werde mit Kika da. Ja. Ja, und hol den Punkt, hol den Punkt. Ah, Daniel D bitte. Auf den Daniel D. Oh, hier, hier bei mir. Ja, genau. Geil, danke. Ist angehittet, hier an, Vorsicht. Hab ihn. Ist auch angehittet. Ist ein Vortex. So, auf der lebt noch, wa? Fort, hier, Seeker zeichnet bei mir. Phil für Seeker. Seeker zeichnet bei mir. Das ist kein Wiesbau. Warte, den 2 Seeker. Den Daniel D bitte wegmachen. Daniel D ist weg. Okay. Ich werde wieder angeseekert. Seeker ist da. Seeker weg. Bandito holen. Boah. Hier komm, ich opfer mich, hol ihn. Wir brauchen rechts. 15, ich bin bot out. Boah, ich bin auch. Wir brauchen Linkshilfe. Ich komm mit Nomad. Ich komm mit. Seekers raus. Oh, rechts Unterstützung. Ja, ich bin jetzt gerade links hingegangen. Dann komme ich jetzt nach rechts. Bei mir wird gesiekert. Hinter euch. Das ist tot. Hab ich. Bin bot out. Ah, scheiße, uns bist raus. Sagt was, wo braucht ihr? Links. Ja, wir brauchen links, da ist ein Warzenschwein. Search von mir. Ich hab auch meinen letzten jetzt. Oh Gott, scheiße. Kann einer zählen bitte, wer da der raus ist, bitte zählen. 21. Locker bleiben, wir sind noch in 20, Führung. 20, Entschuldigung. Ich hab noch einen Mech.
Mein letzter Mech mit Bastion. Die sind die vier Mechs, das sind die letzten Mechs, was sie haben. Nicht sterben. Oh scheiße, ich hab Seeker auf mir. Seeker? One-shottet hinten vor einer Schützenwelle rechts. Ich hab hört. Den Seeker von denen weg. Ja, also Leute, wir sind im Vorteil. Wir haben jetzt einen Seeker und den. Oh scheiße, jetzt bin ich auch raus. Oh, die machen Seeker. Ja. Und der ist noch. Es ist 2 gegen 2, Leute. Noch 2, ja. Das ist auf jeden Fall ein Panther dort. Ja, deswegen traue ich mich auch nicht raus. Für wen laufen die Punkte? Ich sehe uns. Für uns. Gut, dann chill. Bleibt vielleicht irgendwie ein bisschen zusammen. Ja, ich traue mich nicht über die Kuppel wegen dem Panther. Guck, da hinten ist der nämlich. Das ist. Panther geht zum Punkt. Oh, schade. Da war er treffbar. Du musst ihn unterstützen, Johannes. Denk an den scheiß Seeker. Ich bin an Seeker. Ja, scheiße. Aber warte, überlebt nur 24 Sekunden, überlebt nur. Jetzt kommt schieß der vorwärts. Ja. Ach, das gibt's nicht. Ja, schade, Leute. Schade, GG. Ich hab noch einen, alles gut. Du hast noch einen, was? Achso. Ich hab die Aufnahme beendet. Nee, das gewinnen wir. Nein! Das ist nicht normal. Scheiße! Das hat aber Spaß gemacht, trotz allem. Na, nicht gut. Nee, nicht gut, ich weiß. Oh. Wieso sind 2 OB? Ja, falsch gelaufen. Oh, hier, ich brauch Hilfe. Er ist direkt mit. Ist tot. Lass mich gleich mal rechts mit. Ja, übernimm den Sniper rechts. Search. Hier ist ein Seeker. Oh, hier, shit. Kommt ein Warzenschwein in der Mitte. Pass auf, rechts, passt auf da. Links meine ich. Da ist das Warzenschwein. Ja, ich sag's da. Ich hab Daniel Lee gesnappt. Hier ist ein Seeker. Seeker ist raus. Bandito ist raus und trotzdem sniped. Mittig. Ruhig, Leute, wir müssen jetzt nicht pushen wie so. In die Mitte. Ach, die spawnen gerade da. Hinter dir, pass auf. Hab den nicht bei dir, nicht den Bot dort. Was? Oha. Okay. Ich kümmere mich um den Nomad. Okay, ist los. Stickerzeichen bei mir. Den 13 haben wir gehört. Also da oben ist einer. Okay, ich knall jetzt oben rein. Ich bin close out.
Ich auch. Mein letzter Bot. Okay. Dann jetzt echt die Motivation verlieren, ne? Und ja, gleich wieder Vollgas geben. Und nicht zu sehr den Druck steigen lassen. Wir haben auf jeden Fall einen Seeker. Auf mir ist ein Seeker. Auf mir auch. Bei mir ist er. Hier ist hinten ist Light Urges bei mir. Tot. Ich bin dauergestunt in der Mitte. Zweck der Sniper rechts. Können wir nicht in die Mitte gehen? Ich gehe. Also, egal ob wir können oder nicht. Da ist einer noch. Da auch. Ja. Oh, ganz knapp nicht. Der rechts ist weg. Oh, Neo, warum bist du nicht drauf? Das hat nur noch Strich gefehlt. Ah, egal, komm weiter. Seeker bei mir, hinter steht er. Hat nicht mehr viel. Jawohl. Hab ich. Ich hab, okay, ich hab kein Sniper mehr rechts. Ich bin da. Den Witcher. Ja. Unglaublich. Komm, wir können noch gewinnen. Locker blau. Ja. Warum haben die so viele Punkte? Weil wir den ersten Punkt nicht geholt haben. Achso. Zeit, bei mir ist ein Sieger, bei mir? Bei mir ist auch weg. Ja. Oh, Daniel hat mich. Jetzt ist er wieder da. Ist weg. Moment, Vorsicht. Ist weg. So Leute, wir müssen jetzt einen Push irgendwie in die Mitte machen. Okay, dann los. Hoppe ist da. Danke, die ist so Gold wert gewesen. Die ist geil, ja. Spawn mit Seeker, auch Ziele. Ja, da hinten Space Hop. Ja. Daniel D holt echt viel mit seinem Panther raus, der ist auch gefährlich. Kaum Vorsichtsmittel. Ich hab nur noch einen Mac. Daniel D ist raus. Wir haben den Punkt, alles gut. Genau. Schön defensiv. Ich spiele jetzt ganz defensiv. Pass auf Daniel auf. Da kommt ein Dicker. Den raussickern. Wir haben einen Sieger. Pass auf, da kommt ein Search. Ich geh auf Seeker. Ja. Da ist ein Sieg, Search. Oh, der lebt noch. Ich bin aber hinter dir. Okay, der hat mich leider, aber der ist fast down. Ich mach einen Search. Hilfe hier. Hab ich. Ja. Rechts ist auch noch ein Search. Ich hab nur noch Nomad, ich geh jetzt rein und stun. Shit. Ja. Ich hab nur noch meinen Bastion, aber ich versuch's zu überleben. Ich bin jetzt Spot aus. 10 bitte. Hier, Bandito. 15 haben wir. Und sie? 20. Ihr müsst defensiv, ganz defensiv spielen. Ja. Daniel, die ist mit Nomad. Nee. Regina ist raus. Ja. Ich bin da, falls was ist. Rechts kommt ein Search. Da müssen wir aufpassen. Noch einer. Rechts brauchen wir Hilfe. Kommt auch noch ganz viel durch da rechts. Oh. Rechts brauche ich Hilfe. Johannes, rechts. Ja, ich bin links ja auch alleine. Wir müssen die Punkte irgendwie halten. Ihr dürft nicht sterben. Geht's in die Defensive, keine Ahnung. 97. Ich bin Bot out. 98. Den C-Punkt kriegen wir nur noch. Komm, drauf auf den Punkt, der Punkt muss eingenommen werden. Oh, scheiße, das wird nichts. Boah, wieder so knapp. Fuck. Meine Fresse. Ja. Glückwunsch. Haben wir verloren. Verdient verloren.
Und das, obwohl wir ganz gut gespielt haben eigentlich. Bis auf die letzte. Ja, meine Freunde, 3:0 zu verlieren ist natürlich ein bitteres Ergebnis für die Jungs. Ich persönlich war auch tatsächlich recht erstaunt über dieses Ergebnis, denn ich kenne sämtliche Turnierspieler von Vail aus deren Team und hätte eigentlich damit gerechnet, dass die GmbH das für sich entscheiden kann. Aber warum sie diese Spiele verloren haben, schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Runde 1 wurde auf Mac Arena gespielt. Von Anfang an begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Insbesondere die Kommunikation zwischen Bosshold und Wandfarbe war hier ausgezeichnet. Beide haben exakt auf das gehört, was der andere gesagt hat. Beim Teamplay geht es nicht nur um taktisches Verständnis, sondern auch um Vertrauen zwischen den jeweiligen Spielern. Das heißt, wenn dir der eine Spieler sagt, push nach vorne, dann pushst du nach vorne. Und das ist hier passiert. Die anderen Spieler, Neo, Pettibums und Madness, waren in ihren Calls etwas zurückhaltender. Da man das Spiel ausschließlich aus Bossholds Perspektive gesehen hat, kann man stellenweise nur mutmaßen, inwiefern diese Zurückhaltung das Gameplay positiv oder auch negativ beeinflusst hat. An sich ist es wirklich gut, wenn nicht jeder wild durcheinander redet. Auf der anderen Seite kann es auch sehr fatal sein, wenn gewisse Calls nicht gemacht werden. Beide Clans spielten bis kurz vor Ende auf Augenhöhe, bis beide Parteien nur noch 2 Mechs hatten. Kurz vor Schluss kam es dann zu einem entscheidenden Spielfehler der GmbH. Bosshold versucht mit seiner Sniper über Punkt E die Map abzudecken, während Madness Lowlife und nur noch geschützt durch seinen Schild von seinem Bastion ums Überleben in der Base kämpfte. Wandfarbe hat's richtig erkannt und Bosshold angewiesen, Madness zu supporten, woraufhin Bosshold seine Deckung hat fallen lassen und Richtung Madness rannte. Er vergaß dabei den Seeker, seinen sich dem Ende nähernden Tarnumhang und konnte somit easy vom gegnerischen Seeker zerstört werden, nachdem sein Tarnumhang zu Ende war. Für Vail war es anschließend ein leichtes, den geschwächten Madness zu überrennen und die Runde war verloren. Richtig wäre es gewesen, direkt zu Madness zu laufen und ihn in der Base so lange wie möglich zu beschützen. Der Panther hätte mit den Snipern One-Shot rausgeholt werden können, selbst einen kurzen Zeitraum, nachdem er das Netz geworfen hat. Das haben wir auch bei den Stormwrecks gesehen. Die haben noch so eine Sekunde, nachdem das Netz geworfen wurde, Schaden gemacht. Und der Seeker hätte durch Madness Schild bei einem Teleport aufgehalten und zerstört werden können. So hätte die GmbH Runde 1 zu ihren Gunst entscheiden können. Das Ganze war eine sauknappe Kiste. Die Gemüter waren erhitzt und beide Teams haben hervorragend gespielt. Runde Nummer 2 startet mit einem taktischen Kracher der GmbH, bei dem ich echt mit offenem Mund da saß. Die Jungs haben zunächst Punkt E und D eingenommen und erst nachdem das passiert ist, ist Bosshold auf Punkt D gespawnt. Eine hervorragende Taktik, zum einen um nicht Opfer der eigenen Abklingzeit zu werden, weil man dasht ja meistens erstmal und muss dann erstmal warten, bis die Abklingzeit abgelaufen ist, bis man wieder dashen kann. So kann man das quasi überspringen einmal. Und zum anderen erreicht man so wesentlich schneller den zentralen Kontrollpunkt. Anschließend wollten die Jungs allerdings zu viel, dashten mit beiden Surge auf die Mitte, worauf Vail mit ihren Surge nur gewartet hat. Sie dashten anschließend mit ihren Surges in die Mitte, ließen die beiden einen EMP-Debuff erleiden und zerstörten beide Surges von Wandfarbe und Bosshold. Taktisch richtig wäre hier gewesen, zunächst mit einem Surge in die Mitte zu dashen, während der andere Surge ein Stück weiter hinten wartet. Wenn die Spieler von Vail dann mit ihren Surge in die Mitte sprinten, dasht der andere Surge hinterher, hält die feindlichen Mechs auf und zerstört diese. Durch diesen leider groben Patzer verliert die GmbH direkt zu Anfang in der Runde die Führung und gerät unter Druck. Anschließend werden sie weiter zurückgedrängt und Vail beginnt selbst die Home Beacons D und E einzunehmen. Was anschließend stattfindet, kann man leider nur noch als Hinrichtung bezeichnen. Jeder Versuch, die Mitte zu holen, wird im Keim erstickt und kurze Zeit später verliert die GmbH auch die zweite Runde. Auch hier haben beide Teams an sich gut performt, wobei man ganz klar sagen muss, dass Vail hier die komplette Runde über absolut dominant war und die GmbH einem Druck aussetzte, den sie letzten Endes nicht standhielt. Wäre der Patzer am Anfang der Runde nicht gewesen, hätte das Spiel ganz anders laufen können. Da sieht man mal, was ein einziger Spielfehler in solchen Matches für Folgen haben kann. Kommen wir zu Runde 3. Runde Nummer 3 wird auf Städte 3-1-3 gespielt. Diese Map kann man entweder defensiv oder aggressiv spielen. Ich persönlich bevorzuge hier eher die defensive Spielweise. Die Jungs von GmbH haben hier eine eher aggressive Variante gewählt, diese allerdings erstaunlich planlos umgesetzt, zumindest zum Anfang des Spiels. Bosshold dashte direkt mit seinem Nomad los, direkt hinter die feindlichen Linien und überlebte das, wie zu erwarten war bei einem solchen Move, keine 5 Sekunden. Anschließend fand ein Ansturm auf die Mitte statt.
und zwar immer von einzelnen Spielern mit schwach gepanzerten Mechs. Vale hat hier die Taktik gefahren, die wir auf dieser Map, also die 18er, auch gerne nutzen. Sie haben die GmbH kommen lassen, die ja auf der Mitte wie auf einem Präsentierteller sitzen, eine nach dem anderen rausgenommen und erst nachdem schon einige Mechs über den Jordan gegangen waren von der GmbH, wurde der Punkt souverän von der GmbH für sich beansprucht. Sie haben dafür einen Aegis und zwei Vortex genutzt. Gedeckt wurden sie von den Flanken. Das war spielerisch gar nicht übel, richtig gut sogar. Und auch die Entscheidung, anschließend defensiv zu spielen, war richtig. So haben sie Vale unter Druck gesetzt und sie mussten aus der Deckung kommen. Hätte die GmbH am Anfang der Runde etwas koordinierter gespielt, hätten sie die Runde so noch gewinnen können. Pettibums kam dann aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen aus heiterem Himmel auf die Idee, es Bosshold gleich zu tun und mit seinem Nomad in die gegnerische Base zu stürmen. Was, wie die Nummer von Bosshold am Anfang der Runde, nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern auch totaler Nonsens war. Er hätte einfach hinten bleiben müssen, sie hatten den Punkt ja schon. Dennoch war es der GmbH möglich, den zentralen Kontrollpunkt zu halten. Vale musste etwas tun und so entschlossen sie sich, über beide Flanken zu pushen. Über die von ihnen aus gesehen linke Flanke etwas mehr als über die rechte. So konnten sie die letzten Bots der GmbH ausschalten und die Runde für sich entscheiden. Stellt euch vor, Bosshold und Pettibums hätten ihre beiden Nomads nicht zum Fenster rausgeworfen, dann hätten sie diese sehr knappe Runde noch für sich entscheiden können. Die Leistung der Jungs war gut, keine Frage, allerdings schlichen sich immer wieder Spielfehler ein und das hat ihnen leider das Genick gebrochen und zu dem 3:0 geführt. Jetzt kommen wir allerdings zum Interviewpart. Schauen wir mal, wie Pettibums die Spiele so gesehen hat und ob er uns ein paar Fragen beantworten kann. Ja, meine Freunde, jetzt sind wir beim Interviewpart angelangt. Ich habe jetzt hier den guten Pettibums am Start, der ja jetzt nicht, also er hat nicht das Video gemacht, habt ihr gesehen, das war ja Bosshold. Aber er war auch beim Spiel dabei und deswegen gucken wir mal, wie er das Spiel so erlebt hat, wie er das so empfunden hat. Erstmal danke, dass du da bist. Und ich möchte auch direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar wollte ich wissen, wie gut ihr euch eigentlich auf das Spiel gegen Vale vorbereitet habt. Habt ihr irgendwie die Maps abgespielt? Habt ihr euch Videos zu den Spielern angeguckt, zu den Spielen, die die gespielt haben? Gab es da irgendwas? Ja, moin moin erstmal. Und ja, vielen Dank, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Wie haben wir uns vorbereitet? Ja, gar nicht. So gut wie gar nicht, möchte ich mal sagen. Das waren sehr anstrengende private Wochen vorher für uns. Ich hatte eine Lungenentzündung, war im Krankenhaus und kam dann erst wieder. Der Wandfarbe, der hatte eine extrem anstrengende oder zwei anstrengende Arbeitswochen mit 12, 13, 14 Stunden. Und ja, so kamen wir dazu, dass wir nicht wirklich viel trainieren konnten. Natürlich, wir haben unsere Taktiken für fast alle Maps einstudiert. Eigentlich weiß auch im Grunde jeder, was er zu tun hat. Nicht immer, und das ist natürlich auch ein, zweimal dann fehlgeschlagen, weil auch nicht jeder Spieler immer dabei ist und bei den Trainings, die wir normalerweise machen, einmal die Woche. Ja, und deswegen war die Vorbereitung auf dieses Spiel denkbar schlecht, zumal nach Bekanntgabe, gegen wen wir spielen, glaube ich, hatten wir nur 2 Tage Zeit, weil die anderen Fail so spät, beziehungsweise so spät nicht mehr konnten, deswegen mussten wir relativ früh spielen. Ja, also war die Vorbereitung denkbar schlecht. Also, dann wart ihr quasi relativ schlecht vorbereitet. Wie ist es denn dann jetzt mit, also euer nächster Gegner ist ja Itbad. Ich weiß gar nicht, wie der Clan jetzt eigentlich ausgesprochen heißt, aber deren Tag ist ja Itbad. Das sind, glaube ich, Italiener oder so. Und das ist ja euer nächster Gegner, ne, gegen den ihr ran müsst. Habt ihr da jetzt mehr Vorbereitungszeit? Wann spielt ihr gegen die? Wie schätzt ihr dann das nächste Spiel ein, das ihr habt? Ja, also das Itbad, ich denke, das ist, heißt Italian Badass oder so, meiner Meinung nach, kann ich nicht genau sagen. Ja, das sind Italiener. Gegen die spielen wir 5 vs. 5. Das ist diese Woche, wird das stattfinden. Wann genau, sind wir noch in Erklärung. Das wird höchstwahrscheinlich Samstagnacht sein. Vorbereitung heute ist Training. Natürlich gehen wir alle Maps nochmal durch. Wir sind alle da heute zum Training. Und da werden wir definitiv die alle Maps nochmal durchgehen, uns nochmal ein, zwei Videos angucken von Itbad. Da gibt es leider nicht so viel zum Studieren. Ja, aber da werden wir uns natürlich deutlich besser vorbereiten, werden auch nochmal Map-Kunde machen. Ich werde nochmal ein, zwei Videos machen für alle anderen, die vielleicht heute nicht da sein können, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hoffen wir mal, dass das diesmal besser läuft. Okay, super Sache. Also Leute, ihr wisst, nächste Woche gibt es dann das Video zu
Italian Badass oder so. Und das heißt dranbleiben. Nee, also, aber darum geht es heute nicht. Wir schweifen ab. Jedenfalls hatte ich mir noch die Frage gestellt, wie ihr euch quasi im Vorfeld, also bevor ihr jetzt das Spiel gegen Vale hattet, mit welcher Einstellung seid ihr da rangegangen? Habt ihr gedacht, dass ihr, ich meine, es war ja 3-0, das ist ja schon natürlich irgendwo bitter, sage ich mal, ne? Aber habt ihr wirklich gedacht, dass das so ausgeht oder habt ihr da einen anderen Verlauf des Spiels euch zusammengereimt oder abgeschätzt, sage ich jetzt mal? Ja, also wir, nein, wir haben natürlich gedacht, dass wir das gewinnen werden. Wir wussten, dass Fail ein extrem harter Gegner ist, dass das auch auf Augenhöhe sein wird. Das war uns von vornherein klar, aber wir haben schon das ein oder andere Custom auch gegen diese Truppe gemacht und da eigentlich immer relativ gut abgeschnitten, meistens gewonnen. Von daher dachten wir definitiv, dass wir gewinnen. Aber wie gesagt, wir wussten, dass wir aufgrund auch unserer mangelnden Vorbereitung echt zu tun haben werden. Ja, und die Spiele sind, es ist zwar 3-0 ausgegangen, aber auch denkbar knapp ausgegangen. Zwei Spiele in letzter Sekunde verloren. Ja, ist natürlich schlecht gelaufen. Ja, dass die Spiele teilweise in letzter Sekunde verloren worden sind, man könnte eigentlich fast sagen, na gut, die zweite Runde nicht unbedingt, aber die erste und die dritte auf jeden Fall. Aber es waren natürlich auch immer gewisse Fehler dabei, die das eben bedingt haben. Ist ja natürlich immer so. Und das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar wollte ich von dir wissen, warum denkst du denn, habt ihr verloren? Wo war die Fehler? Und was hättet ihr besser machen können? Ja, natürlich. Es waren individuelle Fehler dabei. Also im ersten Spiel hätten wir gewusst, dass Madness noch zwei Bots hat und nicht nur einen, weil wir alle letzte Bot gesagt haben, dann ging seins unter. Hätten wir wahrscheinlich noch anders uns taktisch aufgestellt und hätten uns dann noch ein bisschen zusammengerauft, weil wir dann definitiv anders gespielt hätten. Aber wir waren alle raus und hatten gedacht, dass er auch nur noch einen hat. Das war natürlich arg blöd von uns allen, definitiv. Beim zweiten, ja, das war dann etwas eindeutiger. Und im dritten, individuelle Fehler. Ich habe meinen Nomad einfach mal auf die Reise geschickt als letzten Bot. Den hätten man sparen können. Als Defensive definitiv sind sie dann auf der rechten Seite durchgekommen. Da hatten wir dann eigentlich gar nichts mehr gegenzusetzen. Generell haben wir unsere Position relativ gut gehalten, muss man einfach sagen. Das war schon ganz gut. Man hätte den einen oder anderen noch früher verschieben können. Aber wie gesagt, viele individuelle Fehler oder ein paar. In der zweiten Map zum Beispiel ist nicht unserer Taktik folgend Madness zum Beispiel mit rechts gekommen. Er sollte eigentlich mit links gehen. Da fehlte halt einer dann, der direkt in die Mitte geht. Und in die Mitte am Anfang sind zwei von unseren Spielern gleichzeitig raufgedasht oder relativ gleichzeitig. Was eigentlich auch nicht sein sollte. Das, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das allen bedingt ist, dass wir so schlechte Vorbereitung aufgrund von unserem privaten Stress hatten und deswegen, wie gesagt, ich war absolut nicht fit, hatte extrem zu tun mit Husten und musste mich auch oft wegmuten, weil, ja, das ist halt einfach so. Das sind viele individuelle Fehler, viele Kleinigkeiten, die dazu geführt haben. Bei dem letzten Spiel, das ihr gespielt habt, das war ja auf Städte 3-1-3, da hattet ihr ja auch diesen einen Moment, wo ihr versucht habt, am Anfang die Mitte einzunehmen. Ihr habt ja dort einen relativ aggressiven Spielstil an den Tag gelegt. In dem Video hier, das wir hier gerade produzieren, da habe ich auch jetzt vor dem Interview, bin ich da nochmal drauf eingegangen, das weißt du jetzt natürlich an der Stelle noch nicht. Jedenfalls ist mir halt aufgefallen, ihr seid auch immer einzeln auf die Mitte gegangen mit relativ schwachen Bots, also mit Surge und mit solchen Dingen, während die Gegner natürlich defensiv gespielt haben und auch einen Aegis hatten und euch dann immer aus der Mitte rausgeschossen hatten. Das heißt, ihr hattet ja bei Städte 3-1-3-1 relativ früh sehr, sehr viele Mechs verloren. Zieht ihr denn aus solchen Dingen, aus dem Verlauf des Spiels, wie das Ganze ja letztendlich ausgegangen ist, aus den Spielfehlern, aus möglicherweise auch Alleingängen, die ja auch teilweise stattgefunden haben, zieht ihr da irgendwelche Konsequenzen oder sagt ihr da eher, ja, passiert, machen wir dann halt beim nächsten Mal irgendwie anders? Oder wie geht ihr damit um? Wie reagiert ihr darauf? Ja, natürlich werden wir unsere Taktiken anpassen. Ein, zwei haben gut funktioniert, ein, zwei natürlich nicht so gut. Wir müssen auch unsere Taktiken definitiv anpassen, weil so viele Videos jetzt mittlerweile von uns drin sind, wie wir die gleiche Taktik spielen. Da kann sich jeder das angucken, weiß genau, was wir machen und dann wird es natürlich schwer und die können dann auch ihre Counters dagegen einrichten. Diese Offensive ist eigentlich echt ganz gut. Man dasht durch und hat zwei Opfermechs, mit denen man schnell vor und sehr viel
Stunk sorgen kann vorne, dass die anderen abgelegt sind und der dritte sozusagen eigentlich den Mittelpunkt einnimmt. Und im Normalfall sollte er sich dann zurückziehen können, aber das hat nicht ganz so geklappt und die Sniper können dann ihre Position einnehmen, sodass man dann die Mitte decken kann. Was unser Fehler wahrscheinlich auch war, wir hatten gar kein Aegis mit drinne. Sollte man vielleicht beim nächsten Mal definitiv ändern und auch nochmal einen Panther mit reinnehmen, weil die in der Defensive doch und im Punkt halten doch noch relativ besser sind als unsere anderen Mechs, die dann etwas schwächer sind. Das werden wir definitiv ändern. Ja, wie gesagt, das nächste Spiel wird ja ein 5 vs. 5, also da ist es dann im CPC jetzt, also müssen wir sowieso andere Taktiken fahren. Da existieren wenig Videos oder gar keine von uns, das ist ganz gut, da haben wir ein bisschen Vorteil. Dann wieder und vermeintlich, der Gegner ist dann auch nicht mehr ganz so stark. Ja, also ich persönlich, um da eine kleine Referenz zu unserem Verhalten zu ziehen, wenn wir auf diese Map spielen, auf 3-1-3, wir spielen tatsächlich auch ähnlich wie Vale. Ich bin auch eher so ein Verfechter der defensiven Strategie auf der Map, einfach weil du halt, wenn du direkt in der Mitte bist, sitzt du ja quasi auf dem Präsentierteller. Natürlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, ihr macht Stunk und der Dritte nimmt ein, aber das Problem ist halt, wenn das nicht funktioniert, ist halt gelaufen, ne? Deshalb ist bei mir halt auch meistens so, wir spielen auch defensiv, hauen erstmal die ersten 3-4 Mechs der Gegner raus und dann gucken wir nach einem günstigen Moment, um auf die Mitte zu gehen. Wie ist es denn? Ihr werdet ja im Verlauf des Turniers wahrscheinlich nochmal öfter CPC spielen, vielleicht sogar nochmal auf der Map oder vielleicht auch erst in der nächsten Season des Cups. Würdet ihr die Taktik dann direkt nochmal so fahren oder denkst du, dass ihr daran dann irgendwas ändern würdet? Ja, also sollten wir weiterkommen, das heißt, wir müssen definitiv unsere beiden nächsten Spiele gewinnen. Gegen Itbet ist das nächste 5 vs. 5 und dann kommt in der nächsten Woche gegen Ray 2 vs. 2. Dann könnten wir Zweiter werden, falls Fail alle gewinnt, wovon ich eigentlich ausgehe. Dann müssten wir es wahrscheinlich gegen Apex spielen. Und das wird natürlich ein Riesenbrocken. Und dann ist natürlich klar, da spielst du CPC 5 vs. 5 und 2 vs. 2 nacheinander. Sollte man die ersten beiden gewinnen, fällt das dritte weg. Bla bla. Ja, wir ändern definitiv die Taktik. So wie ich gerade schon sagte, dass wir definitiv ein Aegis mit reinnehmen und einen Panther. Und dann wird das eh schon anders sein. Also doch, doch. Also wir werden da meiner Meinung nach auch schon zurückrudern, ein bisschen defensive spielen und versuchen wirklich mit Skill, den wir ja eigentlich auch haben, die Leute mit Snipern etc. rauszunehmen, dass wir da auch, wie du gerade eingangs sagtest, schon mal ein paar Mechs wegnehmen, günstigen Moment abwarten und dann heideli hodeli das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können. Tja, jetzt hast du ja die Strategie fürs nächste Spiel hier im Video schon verraten. Hoff mal, dass keiner von Vale Deutsch kann. Okay, letzte Frage für das Interview. Und zwar, bist du zufrieden mit eurer Leistung? Ja, Fail, die kriegen wir erst später, ne? Also von daher können sie gut, vielleicht auch Deutsch, aber bis dahin können wir die Taktik ändern. Erstmal gegen Apex, ne? Und ja, dann ist das eben so. Aber wir können ja immer eine kleine Überraschung vielleicht bieten. Wie zufrieden bin ich mit unserer Leistung? Also ich bin tatsächlich schon zufrieden mit unserer Leistung, weil, wie gesagt, wie ich schon 12-mal erwähnt habe, aufgrund von unserem privaten Stress, den wir vorher hatten, haben wir doch eine ganz gute Leistung abgezogen. Natürlich individuelle Fehler, wir waren nicht auf der Höhe, es war auch spät am Abend. Ja, viele Gründe, die es da gibt, weswegen wir das auch verloren haben. Und die anderen waren auch stark, verdammt stark. Und die werden auch ihr Weg machen, davon gehe ich aus. Und die werden auch immer besser, definitiv. Ich bin doch trotzdem zufrieden mit unserer Leistung. Natürlich die vielen kleinen oder einigen kleinen Einzelfehler nerven dann schon sehr. Aber im Großen und Ganzen haben wir das echt ganz gut gemacht, kann man einfach so sagen. Und ja, trotzdem 3-0 verloren. Das Ergebnis war eindeutiger, als die Spiele tatsächlich waren. Ja, natürlich. Also gespielt habt ihr natürlich schon großartig großteils und ihr seid auch extrem starke Spieler mittlerweile. Also ihr habt euch echt gemacht in den letzten Monaten, das muss man schon sagen. Insbesondere dadurch, dass ihr natürlich auch sehr intensiv trainiert. Ich bekomme es auch immer am Rande mit, dass ihr da sehr organisiert seid mittlerweile. Und ich denke auch, wenn ihr da vielleicht jetzt in den nächsten Spielen eine bessere Vorbereitungszeit habt und es nicht schon wieder so knapp ist oder vielleicht im Vorfeld irgendwie stressige Situationen in euer Leben treten, die das euch ganz, ja, erschweren im Ganzen, dann werdet ihr wahrscheinlich
auch weiterkommen. Also ich schätze mal, meine persönliche Expertise, dass ihr auf jeden Fall die Vorrunden übersteht und danach gucken wir mal, dann werdet ihr ja gegen die etwas dickeren Brocken ankämpfen müssen. Und ihr wisst ja, ihr müsstet gewinnen, sonst bin ich enttäuscht von euch, ne? Okay, gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Paddy, und verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns jetzt noch gleich zum Fazit des Videos und ja, hast du noch was zu sagen, Paddy? Ja, vielen Dank, dass ich hier Rede und Antwort stehen durfte. Natürlich, ja, wir haben uns verbessert. Wir müssen auch deutlich mehr Customs wieder machen und wieder ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich bin im Genesungsprozess weit vorangeschritten. Ich glaube, jetzt geht's nur noch bergauf und nicht mehr bergab. Ja, wir schaffen das. Vielen Dank euch und ciao, ciao. Ja, meine Freunde, kommen wir zum Fazit. 3:0 zu verlieren ist wahnsinnig bitter. Insbesondere, wenn man seine Chancen gar nicht so schlecht ausgemalt hat. Gespielt haben die Jungs trotz einiger Spielfehler sehr, sehr solide und ich hoffe, dass sie sich nach diesem doch eher vagen Start in den Mech Arena Community Cup fangen und sich über die Vorrunden hinaus an die Spitze kämpfen. Ich erwarte es von ihnen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht hinkriegen. Die müssen uns doch gut vertreten, die Jungs. Wie auch immer, nächste Woche gibt es das Spiel gegen ItBad, die übrigens nicht Italian Badass oder so heißen. Ich habe gerade nochmal nachgesehen vor der Aufnahme. Nein, sondern sie heißen Diabolical Beasts. Jo. Falls euch das Format gefällt und ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann, wenn sie gegen ItBad spielen. Und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.